Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Besuchsfolge. Ja, jetzt am 26. Wie gesagt, ich musste vorproduzieren und deswegen kommt die Besuchsfolge jetzt nur einmal in diesen 3 Wochen. Das nächste Mal wieder am 10. August, also wenn ihr euch jetzt bewerbt, werdet ihr am 10. August besucht. Der LS8 Shadow of Honor wollte besucht werden und wir werden ihn natürlich den Wunsch erfüllen. Mal schauen, was du so zu bieten hast, okay. Den Minenwerfer machst du gerade auf 7, die anderen hast du schon auf 7. Schon mal sehr nice. X-Bögen auf Level 2 auf Boden gestellt. Es scheint so, dass du gerade total hart am Pokéjagen bist, weil die X-Bögen relativ weit außen stehen und das Rathaus schützen. Beziehungsweise das Rathaus steht zwar draußen, aber hier steht ein Magierturm, der Barbarenkönig, die Bogenschützenkönigin, ein paar Lager, glaube ich, zum Tanken. Ja, zum Tanken sage ich mal jetzt so bewusst. Weil einige ja wahrscheinlich versuchen, ganz vielen Truppen das Rathaus zu bekommen und das ist relativ schwer, weil da halt der Barbarenkönig steht, die Minenwerfer, die Bogenschützenkönigin, 2 X-Bögen sind noch in der Range drin, ein Magierturm, das kann schon relativ schwer werden, das Rathaus da zu bekommen. Deswegen schätze ich mal, dass du gerade am Pokaljagen bist, so. Magertürme Level 6, wie ich sehe, und der eine steht da draußen. Nice, ein Luftfeger gradest du gerade auf 2 ab. Bogenschützentürme sind auf 10, ist auch not bad. Luftabwehren Level 6. Okay, mein Tipp an dich wäre, mach jetzt noch die Minenwerfer, sage ich schon. Die Magertürme auf 7 hoch, dann der Rest, dann die Luftabwehr, beziehungsweise die Einzelziele, dann die Luftabwehren, dann der Rest und dann können wir mal schauen. Naja, was heißt, hier können wir mal schauen. Dann kannst du mit Sicherheit schon auf Rades Level 10 gehen. Mauern würde ich so 8 bis 9 machen, ist jedenfalls deine Entscheidung, wie weit du Mauern farmen willst. Im Labor gradest du gerade was ab, wir können mal an dein Profil schauen. 6, 6, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 2, 5, 3. Guck mal in dein dunkles Lager rein, wie viel? 10.000, okay, vielleicht machst du gerade eine dunkle Truppe. Wir gucken einfach mal an deine Bohrer, was für ein Level die haben. 5 und 4, okay, ich weiß nicht, ob du was Dunkles gerade machst. Kannst mir unten in die Kommentare schreiben, sonst habe ich echt gar keine Ahnung, was gerade machst. Yo, basemäßig, wie gesagt, du bist gerade am Pokaljagen, schätze ich mal, bin ich mir sogar relativ sicher. Ja, dein bestes Ergebnis ist 2584, also dein momentaner Pokalstand. Du bist Road to Master, würde ich mal so behaupten. Und dann viel Spaß, wenn du Master bist, wenn du 1000 Juwelen bekommst und wir werden den nächsten besuchen. Lieber Leon aus dem alten Community Clan, den Community Clan gibt es nicht mehr, beziehungsweise da sind, glaube ich, nur noch 9 drin. Wir können ja mal kurz vorbeischauen. Easy Life, yo, nur noch 9 drinne. Yo, Alchair als Anführer, okay. Läuft auf jeden Fall. YouTube Player Kenner steht aber noch drin und danke dafür auf jeden Fall. Ja, lieber Leon, Level 130 warst du, hast du mir geschrieben. Beziehungsweise du warst ja halt der Beste vom Level her im letzten Clan. Schreib mir deinen neuen Clan unten in die Kommentare rein und du wirst dann am 10. August besucht. The Polax, Pulax, ich weiß nicht, wie du ausgesprochen wirst. Auf jeden Fall wolltest du besucht werden. Ich habe dich ja in der letzten Folge nicht gefunden, sorry dafür. Dein Dorf sieht ein bisschen zerstört aus. Okay, Rades Level 7. Minenwerfer Level 5 Maximum. Magertürme Level 4. Bogenschützentürme und Kanonen Level 8 sieht schon mal Maximum aus. Barbarenkönig auf 4. Yo, fast Maximum. Respekt dafür auf jeden Fall. Luftabwehr Level 5 auch Maximum. Das Elixierlager ist da gefüllt. Elixierlager scheint da auch. Yo, 1, gegen das Popschutz geknallt. 1,7 Millionen jedenfalls in den Elixierlagern. Alter, Respekt dafür auf jeden Fall. Yo, deine Base ist fast maxed out, hat Trap-Faktor, weil die halt ein paar Eingänge sind, wo wahrscheinlich Bomben oder Teslen oder sowas stehen werden, auf jeden Fall. Sieht's relativ gut aus, kreist mit Only Bogenschützen an, ich weiß nicht, wie effektiv diese Angriffsstrategie ist, auf jeden Fall. Deine Truppen scheinen auch maxed out zu sein, yo, sind maxed. Nice, 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 nice. Kleinburg steht draußen, ist nicht allzu wichtig auf deinem Radeslevel. Später wird's wichtig, aber momentan ist noch nicht so wichtig, da man halt noch nicht so viele Mauern hat. Und die Kleinburg relativ leicht rauslocken kann. Und ja, mach weiter so und wir werden dann gleich die nächsten besuchen auf jeden Fall. Ich kann nicht zu viel zu dieser Base sagen, weil die eigentlich schon relativ pornös ist, maxed out ist. Und das ist doch das Optimum, was man so haben kann. Und wir werden jetzt auf jeden Fall die nächsten besuchen. Erstmal Respekt zu der Base und jetzt geht's weiter. Leon aus dem Clan Flash M wollte besucht werden. Er ist auch der Anführer hier, okay. Er hat geschrieben, ob ich ihn noch an den Clan erinnern kann. Ja, natürlich. Ich war da ja, glaube ich, längere Zeit drinne. 2, 3, 4 Wochen oder so. Auf jeden Fall. 2, 3, 4 Wochen ist schon relativ lang, finde ich. Ich glaube, ich habe da auch ein paar Clan-Kriege mitgemacht. Ich habe es auf jeden Fall noch in mein Lesezeichen drin gehabt. Deswegen habe ich euch sogar noch relativ leicht gefunden.
Rades Level 8, Farming Base, Magiertürme Level 4, Minenwerfer Level 5, 6, 5, 5. Bogenschützentürme Level 8, da 9, 9, 8, okay. Also das ist zwiegespalten sozusagen. Luftfeger Level 1, Luftabwehrende Level 4, Kanone Level 10, eine baue es gerade auf 9 aus, okay. 8, 9, 9. Ja, du wolltest eine goldene Kanone haben, richtig? Ja, die Kanonen sind schon relativ geil. Ich würde die Armeelager so im... Ja, Viereck kann man nicht sagen. Sagen wir doch umgedrehtes Viereck bei der Base verteilen, sodass da vielleicht zwei Armeelager stehen und die anderen hier ein bisschen verteilt. Und näher an die Mauer heran. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Wenn du jetzt nicht am Pokale Farm bist oder so, dann macht es auch keinen großen Unterschied. Jo, Magiertürme waren Level 4, würde ich mindestens auf 5 machen demnächst oder direkt auf 6 durchziehen und dann die Minenwerfer hoch. Dann würde ich erstmal die Kanonen machen, dann die Bogenschützentürme auf 10 und dann ist deine Base maxed out, bis auf die Luftabwehren. Die Luftabwehren würde ich, glaube ich, vor den Bogenschützentürmen auf 10, auf 5 machen. Dann die Bogenschützentürme auf 10 und dann die Luftabwehren auf 6 und dann sieht deine Base relativ gut aus. Mauern würde ich mindestens auf 7 machen, bevor du auf Rades Level 9 gehst, ist meine Empfehlung. Auf 8 würde ich auch durchziehen. Ich habe den Fehler gemacht und ich bereue es zutiefst. Aber wie gesagt, ich habe ja jetzt schon alle Mauern auf 8 geschafft und... Ja, war eine längere Zeit, wo man das machen musste, aber wenn man das geschafft hat, ist es so ein geiles Gefühl und ich mache einfach weiter so. So, was kann man noch zu der Base sagen? Wir können mal in dein Profil schauen. Dein bestes Ergebnis 2369 Pokale, die du gesammelt hast. 1200 Fass bzw. 1129 hast du gespendet, 410 hast du erhalten. Boah, das ist doch auch relativ nice. Eine gewonnene Verteidigung, 49 gewonnene Angriffe. Ja, schön aktiv hier am Start. Riesen auf 4, Goblins auf 3. Sein Labor gerade am Arbeiten. Yo, schätze mir mal, was du machst. Nee, ich habe echt gar keine Ahnung. Ich will keine Falschschätzungen mehr machen. Kannst mir auch unten in die Kommentare schreiben, was du gerade machst. Und von der Base her würde ich sagen, sieht doch alles relativ schnieke. Okay, ich sag das Wort. Der liebe Unrizzle hat ja in der letzten Besuchsfolge gesagt, ja, ist ein schönes Wort, ja. Beziehungsweise nicht schlechtes Wort. Geschmackssache, also ich habe mir vorgenommen, das Wort weniger zu reden, denn ich benutze es wirklich zu oft. Pornös werde ich weiter benutzen, weil das Wort einfach pornös ist, wie schon pornös sagt. Und wir werden auf jeden Fall den nächsten besuchen, bevor wir hier so einen Blödsinn labern. So, der liebe Tommy aus dem Clan Frontline Blue wollte besucht werden. Ich meine, ich habe dich schon mal besucht, aber da du mir nie eine Antwort gibst, werde ich dich trotzdem einmal besuchen. Ich weiß nicht, oder ich habe den Namen irgendwo anders gesehen. Auf jeden Fall werden wir dich trotzdem besuchen. So, Level 72, Goldliga 2. Mal schauen. Okay, bist auch ein bisschen zerstört. Hast eine Trophy Base. Ich würde dir auch empfehlen, Farmer zu werden. Einige sagen so, ja, der Sinn des Spiels ist doch Pokale zu sammeln, Mama. Aber ich glaube, der Sinn des Spiels ist erstmal seine Base maxed out zu bekommen. Und dann kann man Pokale sammeln, wenn man drauf Bock hat. Aber vorher sollte man... Das glaube ich nicht die ganze Zeit machen. Auf jeden Fall Magiertürme Level 4, Minenwerfer Level 5, Luftabwehren Level 5 und eine machst du gerade auf 4. Meine Empfehlung an dich, wie gesagt, wie bei den anderen, mach erst deine Magiertürme hoch und dann die Minenwerfer. Beziehungsweise Magiertürme erst auf 5, Minenwerfer auf 6, Magiertürme auf 6, dann die Einzelziele Kanonen erst, dann die Luftabwehren mindestens auf 5, hast du ja schon 2 Stück und eine machst du gerade auf 4, also die eine Luftabwehr auf 5. Und dann geht's an die Bogenschützentürme Level 10 bzw. 9 bei dir. Okay, ich würde die vorher erst auf 9 machen. Du hast gerade eine Drachenarmee drinne. Eventuell für einen Clankrieg. Man weiß es nicht. Man kann es nur vermuten. Deine Bohrer hast du auf 3. Dein zweiter ist wahrscheinlich da oder hier. Ich weiß nicht, wo dein zweiter Bohrer ist. Ich werde ihn auf jeden Fall finden. Okay, ich habe den dunklen Bohrer doch nicht gefunden. Vielleicht hier, man weiß es nicht. Komm. Ach, das gibt's doch gar nicht. Okay, ich habe echt gar keine Ahnung, wo das sein könnte. Habe ich da nicht irgendwo eine dunkle Zauberspruchfabrik? Okay, ist jetzt auf jeden Fall egal. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Auf jeden Fall, mach weiter so, wie gesagt, befolge meine Tipps. Mach die Mauern mindestens auf 7, die inneren... Oh, ich komme immer ans Popschutz hier beim Mikrofon. Die inneren Mauern mindestens auf 8 würde ich mal so als Empfehlung geben. Und dann kannst du mit beruhigtem Gewissen hochgehen, gucken in dein Profil rein. Ja, sieht auch von den Truppen her alles relativ gut aus. Drachen kannst du noch auf 3 machen. Wenn du die oft im Clankrieg benutzt, würde ich die auch empfehlen. Und dann würde ich sagen, wir werden jetzt den nächsten besuchen.
Lieber Big V, ich finde deine Anfrage gerade nicht unterm letzten Video. Ich weiß nicht, ob ich es übersehen habe, auf jeden Fall habe ich länger gesucht. Schreib mir doch einfach deinen Hashtag-Kürzel in die Kommentare, wäre auf jeden Fall sinnvoll. Sorry dafür, dass du heute nicht besucht wird, besucht wirst, aber am 10. August sicherlich, wenn du mir deinen Hashtag-Kürzel unten in die Kommentare schreibst. So, der liebe Pascal 15.12.03 aus dem Clan Treasure Hunter wollte besucht werden, wir werden das natürlich tun. Rades Level 7, Farming Base. Magiertürme Level 3 decken jeweils zwei Lager ab, wobei ich mich hier dafür entscheiden würde, den Magierturm mit dem Minenwerfer zu tauschen. Und wenn der Minenwerfer dann dort steht, wo der Magierturm gerade steht, würde ich diesen Minenwerfer, der dann da theoretisch gesehen steht, hier mit dem Elixiersammler tauschen. Wäre meine Empfehlung an dich auf jeden Fall. Dunkles Lager ist schön geschützt, aber ich würde nicht alle Lager in die Mitte packen. Hat keine Vorteile, beziehungsweise wenn dann wirklich jemand kommt und bis in die Mitte durchdringt, hat er alle Lager und das ist der Nachteil an dieser Base. Deswegen würde ich mir irgendwie was anderes einfallen lassen. Auf jeden Fall hast du doch ein paar Goldmauern. Hast du schon 3 Mauern auf Level 7. Jo, ich würde die Goldmauern erstmal auf 6 machen, dann kannst du mit 7 beginnen. Und von den Verteidigungsgebäuden her sieht schon relativ gut aus. Minenwerfer sind auf 4, kannst du noch auf 5 machen. Magiertürme sind auf Level 3, kannst du noch auf 4 machen. Ich würde als erstes die Magiertürme hochmachen, dann die Minenwerfer. Dann die Luftabwehren. Mindestens auf Level 4 gehen die, glaube ich. Oder war das 5? Ich glaube sogar 5. Dann will ich die auf 5 machen und dann die Bogenschützentürme auch hoch. Und dann sieht deine Base doch relativ gut aus. Dein Labor ist gerade schön am Arbeiten, wie ich dort sehe. Mal gucken, was du machst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du nur 3er Barsch, okay? Kannst du natürlich auch hoch machen. Vielleicht bist du noch nicht lange oben, weiß ich jetzt nicht. Ich habe die YouTube-Seite jetzt gerade nicht geöffnet, weil ich die wieder geschlossen habe. Und ich hatte keinen Bock, nochmal zu suchen. Auf jeden Fall. Meine Empfehlung an dich, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe. Und dann sieht doch alles relativ gut aus. Kannst auf Rades Level 8 gehen und hast dann viel Spaß bei COC. Und ja, das war's dann eigentlich schon mit der Base, würde ich mal so behaupten. Es tut mir wirklich leid, wenn ich nicht alle ungefähr gleich Base reviewen kann. Aber mir fehlen manchmal die Worte. Beziehungsweise mir fehlt das, was ich sagen kann. Weil, wie gesagt, bei einer Base muss man nur auf die Flächenschäden achten. Und dann der Rest. Das ist das Einzige, was man eigentlich beurteilen könnte. Auf jeden Fall werden wir jetzt den nächsten besuchen. Lieber XRinoXX, ich habe dich nicht mehr hier im Clan gefunden. Also ich habe hier keinen Rino gesehen, weit und breit nicht. Nee, du scheinst echt nicht mal drin zu sein. Aber was mich wundert, guckt es euch an. Es gibt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Clans davon. Seit 1445, 47, 48, 49, 52, alle Clan Level 6. Erstmal Respekt dafür. So, dann gibt es noch einen, der besucht werden wollte. Das ist der Herr Fluxopus. Herr Fluxopus, warum bist du nicht hier im Clan drin? Ich habe jedenfalls auch wieder keinen gefunden. Löwe, Ferat, Blade Runner, Gizmo, Waldon, Somebody, irgendwas, Philipp, Janis, Marcel, Giro, The Boss, oh, okay, El Blindo hat wieder zugeschlagen. So, Rades Level 8, Farming Base, beziehungsweise nicht ganz, zumindest ist der Bogenschützenturm da noch in der Range drin. Klernburg, schön mittig, Minenwerfer sind auch schon gut positioniert im Viereck, war es etwas länger nicht mehr online, auf jeden Fall sind die Minenwerfer Level 6. Magiertürme Level 5 würde ich auch demnächst auf 6 starten, wenn du ein bisschen Zeit hast zum Farmen. Würde ich dann diese 2,66 Millionen oder so waren das, ne? Ja, ich glaube schon. Würde ich dann eine Farm und die dann hochmachen. Deine Bogenschützentürme sind auf 9, Kanonen scheinen die meisten oder alle auf 10 zu sein, wie es aussieht. Jo, die da ist auch auf 10, also alle auf 10. Zauberspruchfabrik hast du auch schon auf Level 2, beziehungsweise die dunkle Zauberspruchfabrik. Sonst scheint mir die Ausstellung, joa, in Ordnung zu sein. Wie gesagt, ich muss immer noch dieses Video machen irgendwann, aber ich muss gucken. Denn alle COC-Videos und The Last of Us und Angegruselt und Mario Kart-Videos sind ja bis zum 5. August vorproduziert worden. Deswegen kann ich bis zum 5. August halt nicht so ein Video machen, wie gesagt, weil ich im Urlaub bin und dort keine Videos machen kann. Beziehungsweise ich habe nicht die Möglichkeit. Deswegen muss ich ja alles hier machen, aber sonst Upgrade-Status der Base sieht wirklich sehr gut aus. Ausstellung nicht ganz so gut, ist in Ordnung, aber wie gesagt, nicht ganz, ganz so gut. Und ja, das war's dann mit der heutigen Besuchsfolge, wurde nicht allzu lang wie die anderen. Ist auch mal schön, nicht so viele besuchen zu müssen. Denn das spart schon wirklich einige Zeit, denn die letzten Besuchsfolgen gingen so vom Aufnehmen her 40 bis 50 Minuten, dann musste ich noch die Clans suchen und so und deswegen. Ist alles in Ordnung, ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, wenn die Base Review bei euch ein bisschen kurz geworden ist, aber wie gesagt, am 10. August kommen wieder Besuche. Bewerbt euch jetzt für den 10. August und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye!